Hi und herzlich willkommen in meinem neuen YouTube-Video. Mein Name ist Tobi Obermeier und ich habe mir in den letzten 3 Jahren meine eigene Videoproduktionsfirma aufgebaut und habe somit meine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Heute möchte ich mit dir mal darüber sprechen, warum fast 98% der Foto- und Videografen kein bzw. kaum Geld verdienen. Und wie du siehst, heute mal aus einer bisschen anderen Umgebung. Ich befinde mich hier gerade in Dubai auf Geschäftsreise. Wir produzieren hier für verschiedene Kunden Content. So viel zu dem Thema, aber jetzt möchte ich, wie gesagt, gleich mit dir auf 5 Punkte eingehen, warum du vielleicht sogar auch als Foto- oder Videograf kaum oder kein Geld verdienst. Und da sind wir auch schon bei Punkt Nummer 1 angekommen, und zwar: viele unter euch konzentrieren sich einfach auf die falschen Dinge. Und was meine ich damit? Viele von euch machen sich Gedanken darüber, welches neues Equipment sie sich kaufen könnten oder sollten. Oder viele beschäftigen sich auch viel mehr mit den Skills, also quasi, dass sie wirklich noch besser werden in der Foto- oder Videografie, in der Nachbearbeitung und was eben alles dazugehört. Deswegen gebe ich hier dir auf jeden Fall den Tipp: komm erstmal ins Machen, ins Tun und schau, dass du wirklich Kunden generierst und Umsatz generierst. Mit den ganzen anderen Sachen, also wie gesagt, welches Equipment du dir kaufen sollst, wie du besser in der Nachbearbeitung wirst, kannst du dich dann immer noch beschäftigen, wenn du eben schon ein paar Kunden drin hast. Punkt Nummer 2 ist dann auch schon, dass viele denken, dass sie zu schlecht wären, dass sie noch nicht gut genug sind, dass wirklich Kunden bereit dafür sind, für ihre Arbeit oder für deine Arbeit zu zahlen. Und das ist ein kompletter Irrglaube, weil ich habe schon öfter hier in meinen YouTube-Videos angesprochen, es ist so, für jede Qualität gibt es wirklich die passenden Kunden. Natürlich das Ganze dann auch in verschiedenen Preissektionen, aber auch wenn du nur mit dem Handy fotografierst oder filmst, bist du meistens schon weiter, was das Wissen angeht, als potenzielle Kunden und hast somit trotzdem einen Expertenstatus und kannst somit eben auch deinem Kunden deine Dienstleistung als Foto- oder Videograf verkaufen. Jetzt kommen wir schon zu Punkt Nummer 3, und zwar: viele unter euch wissen überhaupt nicht konkret, was sie anbieten sollen. Und hier ist es so, natürlich, ich spreche auch oft über Positionierung, aber wenn du noch ganz am Anfang stehst, musst du dir noch nicht großartig Gedanken drüber machen, okay, wie du dich positionieren sollst, für welche Kunden du was anbieten möchtest. Grundsätzlich, wenn du am Anfang stehst, es gibt verdammt viel, was man anbieten kann. Und da gibt es natürlich auch verschiedene Kategorien und verschiedene Branchen. Hier liegt ein bisschen mehr Geld, hier liegt ein bisschen weniger Geld. Aber grundsätzlich, was aktuell sehr gefragt ist, ist im B2B-Bereich Pärchenshootings, Hochzeitshootings und Hobby-Shootings, also dass du wirklich Leute fotografierst oder filmst bei ihrem Hobby. Da sind Leute auch sehr gerne bereit, Geld für auszugeben. Und im B2B-Bereich, also wirklich, wenn du Geschäftskunden hast oder für Geschäftskunden arbeiten möchtest, kann ich dir empfehlen, dass du wirklich Recruiting-Videos anbietest, also wirklich Videos zur Mitarbeitergewinnung, weil einfach aktuell die Nachfrage nach Mitarbeitern extrem hoch ist. Somit kannst du mit deiner Dienstleistung eben auch Recruiting-Videos anbieten. Du kannst Business-Fotos anbieten für Webseite und so weiter, generelle Content Creation für Unternehmen, Instagram, Facebook, Webseiten, YouTube und was es sonst noch alles gibt. TikTok aktuell auch sehr interessant, oder der Klassiker Imagefilme und, wie gesagt, ich glaube, ich habe es schon angesprochen, Businessfotos. Hier gebe ich dir auf jeden Fall auch den Tipp: probier dich da, wenn du am Anfang stehst, auf jeden Fall aus. Sag jetzt nicht, okay, du möchtest jetzt nur Hochzeiten fotografieren oder filmen, sondern probier dich in den verschiedenen Bereichen aus und guck wirklich mal, okay, wo kannst du deinen Kunden Ergebnisse liefern und wo hast du vor allem den Spaß bei der Arbeit. Weil du darfst nicht vergessen, wir machen hier alle eine kreative Arbeit, und auch wenn man seine Leidenschaft, sein Hobby zum Beruf machen möchte, sollte man natürlich umso mehr darauf achten, dass man auch wirklich Spaß bei der Arbeit hat. Punkt Nummer 4, Problem Nummer 4 ist: viele unter euch wissen einfach nicht, wie sie an neue Kunden kommen. Und hier ist es tatsächlich so, es gibt so verdammt viele Wege, egal ob du jetzt am Anfang stehst oder schon deine ersten paar Kunden drin hattest und neue Kunden generieren möchtest. Hier gibt es so viele Wege, wie du wirklich hochpreisige Kunden generieren kannst. Ganz klassisch zum Beispiel über Kaltakquise. Ich weiß, das ist ätzend, aber es funktioniert, wenn du die richtigen Strategien hast, und somit, wenn du diese Strategien beherrschst, macht das Ganze auch irgendwann Spaß. Ich konnte es selber nicht glauben, aber es ist so. Dann kannst du zum Beispiel auch über Facebook Werbeanzeigen Kunden generieren. Das ist natürlich ein Prozess, den man aufsetzen muss. Das heißt, das ist jetzt nicht einfach gemacht, aber das funktioniert auf jeden Fall auch. Ansonsten über dein persönliches Netzwerk bzw. dein persönliches Umfeld kannst du Kunden generieren. Du kannst auch unter anderem einfach mal auf eBay Kleinanzeigen gehen oder zum Beispiel auf Fiverr, also auf Freelance-Portale, kannst da deine Dienstleistung anbieten. Und ganz klar natürlich auch das Weiterempfehlungsgeschäft, auch sehr, sehr wichtig und interessant. Wenn du schon die ersten paar Kunden drin hattest, kannst du wirklich schauen, okay, welcher Kunde war
sehr zufrieden mit dir und an wen kann er dich weiterempfehlen. Da würde ich dir raten, dass du wirklich aktiv auf deinen Kunden zugehst und ihn doch drum bittest oder fragst, okay, hey, du kennst doch bestimmt jemanden, der meine Dienstleistung auch in Anspruch nehmen könnte. Und da hast du auch eben den positiven Vorteil, dass der oder diejenige dich dann schon irgendwie kennt, weil du ja weiterempfohlen wurdest. Und somit kannst du auch eben viel leichter einen Abschluss machen, weil du eben schon viel mehr Trust hast. Und jetzt sind wir bei Punkt Nummer 5 angekommen und dieses Problem ist extrem groß und sehe ich wirklich bei sehr, sehr vielen unter euch. Natürlich, die kreative Arbeit ist immer das eine, aber nur gute Arbeit reicht alleine nicht aus. Wenn es bei dir so ist, schreib es gerne mal in die Kommentare. Aber du musst wirklich wissen, wie man verkauft. Selbst wenn du als Foto- oder Videograf ja sehr, sehr coole und gute Arbeit machst, hilft dir das Ganze nichts, wenn du nicht verkaufen kannst. Weil das Problem ist hierbei, wenn du nicht wirklich verkaufen kannst, wirst du dich in Zukunft immer weiter unter Wert verkaufen. Und ich glaube, viele von euch sind auch wirklich mit ihren Preisen unzufrieden. Und da ist wirklich Verkauf eben ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Wenn du wirklich gut verkaufen kannst, dann kannst du deinem Kunden diesen Mehrwert, den du ihm bietest, so klar definieren und ihm das Ganze eben so gut verkaufen, dass er eben auch wirklich bereit ist, in dich, in deine Dienstleistung zu investieren. Und da musst du dich dann irgendwie nicht rumstreiten wegen 50 oder 100 Euro, sondern da geht es dann vielleicht um 2.000, 3.000 Euro mehr oder weniger. Und wie gesagt, wenn du dann wirklich weißt, wie du verkaufen kannst, dann ist das auch gar kein Problem mehr. Wenn du dich jetzt hier unter einem der Punkte irgendwie wiedererkannt hast oder vielleicht sagst, okay, eins dieser Probleme habe ich tatsächlich, dann lade ich dich jetzt herzlich für ein kostenloses Beratungsgespräch mit mir oder mit jemandem aus meinem Team ein. Den Link dazu findest du hier unten in der Videobeschreibung. Dann analysieren wir einfach mal deine aktuelle Situation und schauen uns an, was für Probleme du konkret hast und zeigen dir ganz genau, wie du diese Probleme dann lösen kannst und wie du dann in Zukunft mehr Kunden generierst oder erfolgreich in die Selbstständigkeit startest oder Prozesse implementierst und so weiter. Deswegen, wie gesagt, check jetzt hier unten den Link ab. Das Ganze, wie gesagt, unverbindlich und kostenlos. Ich hätte mich gefreut, wenn mir jemand damals diese Chance gegeben hat. Deswegen nutzt die Chance und in diesem Sinne abonniere auch sehr, sehr gerne noch den Kanal. Gib mir einen Daumen nach oben. Schreib mir auch sehr, sehr gerne dein Feedback unten in die Kommentare zu diesem Video. Und ansonsten würde ich sagen, keep creating. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Tobi. Ciao.